Willkommen bei Singularity, einem Shooter mit wohl einer angeblich sehr guten Story. Habe ich jetzt mal auf Steam entdeckt, gab es gerade im Angebot für 4,99 statt 20 Euro. Also 75% Rabatt. Und das scheint wohl etwas untergegangen zu sein, das Spiel. Das ist auch schon ein paar Jährchen älter, so zweieinhalb Jahre alt. Sieht trotzdem noch relativ gut aus, ist natürlich nicht auf dem neuesten Stand der Dinge, aber trotzdem, die Story soll halt wirklich sehr gut sein. Und da bin ich mal gespannt. Wir starten direkt mal rein ins Spiel. Ich habe bloß schon mal reingeschaut und Soundcheck gemacht. Deswegen steht hier schon ein Spiel fortsetzen. Und wir fangen direkt mal an. Genau, neues Spiel beginnen. Ja, bleiben wir mal bei normal. "1945. Die Sowjetunion baut weiterhin ihren militärischen und politischen Einfluss aus. Sowjetrussland hat eine Schlüsselposition inne und bestimmt die Zukunft der Welt. Aber die Vereinigten Staaten kennen das Geheimnis der Atomkraft. Mr. Truman erklärt, dass wir die atomare Kontrolle haben müssen. Die Flaggen der Freiheit wehen in aller Welt. Diese Überlegenheit soll jedoch von kurzer Dauer sein, da Stalin an einem eigenen Plan arbeitet. Bei der Suche nach Uran auf einer kleinen Insel an der Südostküste der Sowjetunion entdecken russische Ingenieure E-99, eine mächtige und beispiellose Energiequelle. Stalin sieht eine Gelegenheit zur Weltherrschaft darin und genehmigt unbegrenzte Forschungsmittel, um die Kapazitäten der Substanz zu erforschen. Der Projektleiter Viktor Barisow errichtet eine Inselforschungsstation, Katorga 12. Für seine bahnbrechenden Forschungen erhält er den Lenin-Orden. Als Nikita Khrushchev Stalins Nachfolger wird, beschleunigt er das Programm und drängt Barisow mit Tests zu beginnen. Aber E-99 ist nicht nur eine unvorstellbare Energiequelle. Es ist unglaublich flüchtig. Es sind keine Überlebenden des Desasters bekannt. Moskau begrub die Anlage und radierte sie effektiv von den Karten aus. 2010 fällt das Bild eines US-Spionagesatelliten über dem Gebiet wegen hoher Radioaktivität aus. Aus Angst vor einem zweiten Tschernobyl und vor Moskaus Verschwiegenheit befiehlt das Pentagon eine Aufklärungsmission über Katorga 12. So, und da sind wir auch schon direkt abgestürzt. Direkt das Erste, was ich mich auch vorhin schon gefragt habe. Hier ist ein Satellit wegen sehr hohen Strahlungsspitzen ausgefallen. Und wir kommen her ohne jegliche Schutzanzüge. Das ist sehr mutig. Immerhin, na gut. Wir sind wieder zu uns gekommen. Warum der Helikopter abgestürzt ist, davon wahrscheinlich. Haben wir es gerade so noch hier auf den Steg geschafft. Okay. Gepäck. Ein
Stimulationspäckchen. Aha, da packe ich das doch mal ins Tütchen. Sie erhalten etwas Gesundheit, wenn Sie ein Stimulationspäckchen aufnehmen. Okay, ja, gut, links oben die Gesundheitsleiste ist jetzt anscheinend wieder voll. Ist ja noch mehr. Okay, kein Schaden, wenn ich drüber laufe. Unser Kollege Devlin ist auch nicht mehr da. Komme ich hier rein? Nee. Ja, da sieht man es halt, die Texturen sind jetzt nicht die schärfsten. Aber ich bin mal sehr gespannt. Ich habe ewig keine Shooter gespielt. Huch, da geht das Unheil schon los. Na ja, gut, ist ja auch schon älter. Echt ewig keine Shooter gespielt. Hier liegt noch was. Nochmal ein Gepäck. Oh, nochmal ein Stimulationspäckchen. Im Gepäckchen. Gepäck. So, was haben wir hier? Mikrofon. Willkommen auf Katorga 12. Alle Neuankömmlinge müssen sich bei der Registrierungsstelle melden. Alle bereits Registrierten können durch das Nordtor passieren. Okay, und eine Notiz. Der Tod von Dr. Demichev im Feuer hatte weitaus schlimmere Konsequenzen als angenommen. Wir hatten gehofft, Dr. Barisow würde die Genehmigung bekommen, mit unseren Forschungen fortzufahren. Aber wir haben eben erfahren, dass Moskau unsere Arbeit für zu gefährlich hält. Jede weitere Forschung an E99 wird eingestellt und alle Mitarbeiter werden von der Insel gebracht. Katorga 12 wird komplett stillgelegt und unsere Arbeit ist verloren. Tja, da haben die Russen ein neues Element gefunden, E99, was wohl die Energiereserven... Okay, ich dachte, das wäre irgendein Alien oder so. Das sah gerade so merkwürdig aus. Irgendein Element gefunden, was wohl die Energiereserven der Russen... Ach, jetzt lass mich doch mal. Hier ist Devlin 4-1. Wir sind getroffen, verdammt. Wiederhole, sind getroffen. Hier Titan 1. Wie ist Ihr Status, Captain? Ausgeschaltet. Der Heli ist unten und wir sind verstreut. Ich weiß noch nicht, wie viele Verluste. Over. Der Satellit hat Sie etwa 30 Klicks südlich eines Funkturms. Schaffen Sie Ihr Team dorthin, Captain. Wir holen Sie da raus. Verstanden, Sir. Team Sparta, wenn ihr mich hört, Frequenz wechseln auf Tech 3. Wir sehen uns am Treffpunkt. Treffen Sie sich mit Devlin. Okay, jedenfalls, was wohl die Energieressourcen für die Russen in einem besseren Licht dastehen lassen könnte. So, ein Erste-Hilfe-Päckchen. Aha, schön. Das Päckchen auf dem Trüchen. So, drücken Sie H, um Erste-Hilfe-Päckchen einzusetzen, die Sie unterwegs finden. Später können Sie die Anzahl von Erste-Hilfe-Päckchen, die Sie bei sich tragen können, sowie Ihre Effizienz erhöhen. Na gut, also gibt es nicht bloß Stimulationspäckchen, sondern auch Erste-Hilfe-Päckchen, die ich dann zu wenig oder ja wenigstens mitnehmen kann. Naja, gut. Aber das sieht gut aus. Die Skybox ist geil. Ah, noch ein Erste-Hilfe-Päckchen. Danke, du brauchst es ja nicht mehr. Sieht aber auch nicht so gesund aus, oder? Haben wir hier noch irgendwo was? Nö. Ja, ein Bänkchen. Treppchen zum Türchen. So, Statüchen. Da haben wir noch eine Notiz. Was haben wir hier noch? Schreibmaschine. Ah, okay. Das gerade richtig verstanden, einem Kilometer Tiefe. Na gut, eine Audioaufnahme. Also bis hierhin hatte ich bloß mal gespielt, um Soundcheck zu machen. Mehr kenne ich auch nicht. Okay, Tür ist zu. Der Zustrom neuer Wissenschaftler und Techniker nach Katorga 12 ist auf nahezu null zurück.
Gentianen. Gerüchten zufolge könnte Dr. Barisov der neue Leiter von Katorga 12 werden, aber ich bezweifle, dass Moskau viel Vertrauen in ihn hat. Wäre Dr. Demichev nur nicht im Feuer gestorben. Demichev, okay. Hab's nicht so mit russischen Namen. Was haben wir hier noch? Noch eine Schreibmaschine, Telefon. Ah, da hinten. Hier irgendwas? Nee, ne? Kann man nichts finden. Schade. Industriedocks. An den Industriedocks werden die Vorräte vom Festland angeliefert. Jeden Tag werden hunderte von Tonnen Ausrüstung und Material abgeladen. Okay. Der Barisov-Reaktor. Nach Bauabschluss wird der Turm der Sitz des Barisov-Reaktors. Dieses wirkungsvolle Gerät wird eine Singularität generieren, einen Ereignishorizont, der die Sowjetunion mit unbegrenzter und dazu sauberer und sicherer Energie versorgen wird. Sauberer und vor allem sicherer Energie. Kennt man ja diese sicheren Ereignishorizonte von schwarzen Löchern. So, was haben wir hier? Verarbeitungsanlagen. In der Verarbeitungsanlage wird das E99-Erz gereinigt und angereichert. Die Sicherheitsstufe ist sehr hoch, um die Bevölkerung vor möglicher Radioaktivität zu schützen. Aha, was haben wir noch? Die Bahnlinie. Über die Bahnlinie werden große Mengen an Vorräten und Forschungsmaterial über die Insel bewegt. Sie dient auch als Haupttransportmittel für rohes E99-Erz. Forschungslabors. In den Forschungslaboren werden die wissenschaftlichen Untersuchungen zum Potenzial von E99 durchgeführt. Zu den Versuchsfeldern gehören Waffenentwicklung, Ernteregeneration, medizinische Forschung sowie Chronologieuntersuchungen. Okay, da können wir wahrscheinlich mit der Bahnlinie von Ort zu Ort, oder? Falls auf der Bahnlinie überhaupt noch was los ist und da gefahren werden kann. 1952. Dorf. Sie sehen hier, zum Dorfbereich gehören die zivilen Docks, an denen das Personal auf Katorga 12 ankommt. Es ist die Heimat vieler Bewohner der Insel und es gibt eine Schule, die das Beste an russischer Ausbildung bietet. Okay, schön. So, da gehen wir gleich hin. Was haben wir noch? Hier noch die Notiz. Wenn Leute vom Boot eintreffen, haben sie zweifellos jede Menge Fragen, aber sie müssen ihnen erklären, dass es keine Zeit zu verlieren gilt. Gehen Sie die Liste der vorbereiteten Fragen schnell und ohne zu zögern durch. Sobald Sie das Formular komplett ausgefüllt haben, bringen Sie den Neuankömmling, auf die nächste Station. Es sind immer äußerst viele Personen zu bearbeiten und je schneller sie arbeiten, umso schneller sind alle mit ihrer Arbeit fertig. Schön. So. Josef Stalin. Aha. Hat wohl nur einen Kopf gehabt? Na gut. Projektor. Die Bedrohung auf dem Westen ist stets präsent. Und hier auf der isolierten Insel Katorga 12 bekämpfen wir sie. Die ruhmvolle Arbeit, die wir hier leisten, wird die Welt verändern und unsere Lebensweise vor den Aggressoren schützen. Sowjetische Wissenschaftler haben die Antwort auf unsere Hoffnungen und Träume entdeckt. Das Element E99. E99 ist ein seltenes Element, das es nur auf Katorga 12 gibt. Es gibt hier auf Katorga 12 viele Möglichkeiten, Mütterchen Russland zu helfen. Ihre Familie wird auf der Insel ein gutes Leben haben. Ihre Kinder werden in der Schule die beste russische Ausbildung erfahren. Wissenschaftliche Forschung ist die größte Abteilung auf der Insel. Sie verbessert Ackerbau, Industrie, Medizin und das Militär. Die Verarbeitung von E99 ist ein wichtiger Teil der Inselfunktion. Metall, Gas und andere Formen von E99 werden für den täglichen Einsatz hergestellt. Eine starke Militärpräsenz ist wichtig auf Katorga 12, um die Sicherheit der Insel zu garantieren. Eine Arbeiterschaft, die jeden Russen stolz macht, Rückgrat der Insel. Vom Rangierbahnhof bis zu den Docks. Alle Arbeiter unterstützen das Vaterland. Alle ihre Be-
Okay, das ist ja nett gemacht mit diesem Ankunftsbereich hier, wo man sich dann erstmal informieren kann und so weiter. Ah, schön. So, das ist eine Tür, da können wir wahrscheinlich nicht durch. Nö. Geschlossen heißt auch verschlossen. Hier geht's weiter. Wenn ihr wie durch ein Wunder noch lebt und das ihr hört, Treffpunkt ist der Funkturm, den wir vor dem Absturz passierten. Das Rettungsteam holt uns dort ab, also Beeilung! Okay, da wird es auch weitergehen. Okay. Ging hier gar nicht weiter, na gut. Rums. Ah, okay. Mehr können wir noch gar nicht machen. Wir haben auch. Okay. Noch keine Waffe bei uns. Hallo? Okay. Dass hier immer mal noch Licht brennt, ne? Ist aber nett gemacht. Guck mal, davon ist der Rest von Stalin. Zwei Beine. Ui. Alter. Fuck. Bin ich tot? Alter. Okay. Was? Retten Sie den Mann. Was geht? Gut los. Ey, gut gemacht bisher, ne? Komm mit, Kumpel. Schleppen wir hier raus. Alter. Ah, okay. So, oh je, Rennen ist nicht mehr. Da kommen wir her, da müssen wir wahrscheinlich weiter. Oder? Nein. Da müssen wir nicht weiter. Okay, dann. Und. Alter. Hier durch, ja. Oh. Alter. Ey, gut gemacht. Kann keine zwei Leute schleppen, sorry. Muss erstmal den hier irgendwie aus der Gefahr bringen. Das sieht sehr verdächtig aus. Nee, hält. Okay, hier sind wir wieder im Eingangsbereich. Demichev, was ist passiert? Was tun Sie denn? Was ich tue? Nichts. Ich bin fast hier drin gestorben. Zum Glück hat er mich gerettet. Okay, haben wir gerade die Vergangenheit beeinflusst? In der ersten Notiz stand doch, dass Demichev gestorben war im Feuer. Oder nicht? Und jetzt haben wir den gerettet? Ah, jetzt steht hier auch Nikolai Demichev. Statt Stalins Kopf. Okay. Gerettet hat. Er hat uns allen einen großen Gefallen getan.
Okay. Es ist zwar alles anders gekommen, nachdem wir ihn gerettet haben, aber trotzdem, es ist alles irgendwie ein bisschen im Arsch, ne? Kann ich jetzt halt... Okay, benutzen. Also so ein bisschen, so ein bisschen. Erinnert es ja schon so ein kleines bisschen an Bioshock, oder? So vom Design her. Naja, machen wir mal weiter. E99-Technologie. Viele Experimente auf Katorga 12 setzen die Energie von E99 ein. Mit den Überbleibseln davon können Upgrades erstellt werden. Sie können Upgrades erwerben, sobald sie jemanden gefunden haben, der die E99-Technologie versteht. Okay. Mitgenommen. Ich kann leider überhaupt kein Russisch, deswegen kann ich euch hier nicht... Psst, sei leise, steht da wahrscheinlich. Aha. Ha, geil. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass man hier überhaupt drüber kommt.